Wir wollten ein bisschen angeln, nicht arbeiten. Du dachtest, du könntest hier irgendwas fangen? Wir sind doch in der Chesapeake Bay. Bester Angelspot an der Ostküste. Wir sind in der toten Zone. Sauerstoffarmes Wasser. Kein Sauerstoff, kein Fisch. Wir müssen näher am Ufer angeln gehen. Ich sagte dir doch, ich habe schon eine Lösung. Oh Gott, nein. Hör auf, Bruder. Gib mir noch ein Bier. Leute wie du kümmern sich nicht darum, also muss ich es tun. Sonst werden alle Meere zur toten Zone. Oh Mann, und du verbrennst mit deinem Boot Öl und Sprit in der tollen Bucht, die du schützen willst. Dann wirf du wenigstens keinen Scheiß da rein. Der Dreck bringt die wahren Helden hier draußen um. Die Watermen. Die Netze sind leer, kein Gesetz schützt sie. Und dann noch die vielen Ölbohrungen. Die Krabben sind von $25 pro Korb auf über 100 gestiegen. Die Leute müssen ihre Familien ernähren. Sie arbeiten hier schon seit Jahrhunderten. Und jetzt haben sie nichts. Oh, es ist echt cool, dass unsere Truppe wieder vereint ist. Wir werden uns amüsieren und das brauchst du jetzt vor allem. Und wo habt ihr Trailer kennengelernt? Er kam auf eine meiner Partys und fand toll, was er sah. Und ich fand toll, was er in der Hose hatte. Ja, seine Brieftasche. Aber er ist definitiv ein Macho. Hört, hört. Ja, sicher ist er das. Diane, tut mir leid, dein Ex ist ein Trottel. Warum habt ihr so früh geheiratet? Sag schon, warum? Du weißt schon, wahre Liebe. Wahre Liebe? Verflucht, was ist das? Wie dem auch sei, eins ist sicher. Unser Trailer ist definitiv ein Macho und Chrissy ist in der ersten Runde verplant. Oh, viel Glück. Er ist sicher gut in Form. Und er ist Millionär. Ich lasse mich gern von ihm verwöhnen. Ich meine, wer spielt hier mit wem? Ja, gut, saug ihn aus. Der Junge braucht das. Komm, Diane. Es wird lustig. Also auf uns, auf die beste Truppe der Welt. Every little thing I do, and every little word I say, nicht übel, was? Und das in ein paar Stunden? Every little word I say. Die Frage ist, Mando Purps oder Sour Diesel? Vollkommen egal. Sour Diesel, du Arsch. Ich zieh's rein. Geiles Everywhere Zeug. You go. And the people you meet. Etwa ein verfluchter Held. Ey, wieso hat er seinen Job bei der Coast Guard gekündigt? Nach dem ganzen Scheiß, der passiert war, war es so das Beste für ihn. Naja. Er hat einen Arschtritt gekriegt. Lass uns abhauen, Trailer erwartet mich wegen des Trips morgen. Scheiße, dass du nicht mitkommen willst. Die Analyse der Proben steht noch an. Und Trailer ist ein Vollidiot. Brich nicht die Brücken hinter dir ab. Fuck Brücken, scheiß Insel. Ja. Halleluja. Das war gute Arbeit, Bruder. Halleluja. Ein lohnender Tag neigt sich dem Ende. Ich war heute richtig stolz auf dich, Brüderchen. War das ein Lob? Womöglich. Was läuft? Was geht ab? Was ist denn los, Mann? Hey, kommt dein schwuler Bruder nun mit uns mit, oder was? Nein, der Blödmann muss arbeiten. Arbeiten? Hey, hast du die Köder? Nein, ich werde irgendwo am Hafen noch ein paar ganz frische bekommen. Ja, ja. Du besorgst die Köder und ich die Muschis. Ja, Mann, wir sehen uns dann. Warte. Also, wer bin ich? Ich bin Malt, das kleine Pussy-Gesicht. Kleine Pussy-Alien. Und denk dir das Ganze mit Haaren, eine haarige Pussy. Ja, mein Freund. Ruah. Ruah.
killst mich. Ich muss noch meine Mails checken. Sieht wie eine Affenpussy aus. Hey, du Affengesicht-Pussy. Hey, von welchem Planet bist du gerade gekommen? Oder ist deine Mission etwa geheim? Oh, warte. Warte, mach die Augen auf, die Glocken läuten. Oh nein, oh nein. Das halte ich echt nicht aus. Pack die Dinger wieder ein, Mann. Das nennt man Doppel-Bio-Eier. Die Invasion. Oh Mann, ich krieg echt auch Krebs, wenn ich so eine Scheiße sehen muss, Alter. Jetzt schau dir meinen schönen, glattgezogenen Sack an. Nein. Hör auf. Die schönsten Beulen der Welt. Okay, Bro, hol dir einen runter. Wir sehen uns dann. Oh. Kann ich da jetzt kurz ran? Ja, jetzt ja. Noch nie. Ich hatte noch nie einen Dreier. Oh Gott. Voll weiter. Aspermann! Fick dich, Trailer, du Spinner. Ihr seid verrückt. Ich geh raus. Na los, halt's mich an. Küsst euch, Ladies. Küsst euch. Hast du irgendwas Essbares hier? Hey, Alter, ständig frisst du mir die Sachen weg. Oh, scheiße, Kumpel. Ihr wollt zum Canyon rausfahren? Jupp. Und? Also, ich gehe auch angeln, kleine Schlampe. Ein geiles Teil nach dem anderen. Hey, da ist Trailer. Oh, die Ladies sind da. Hey. Was ist denn da alles drin? Was man so braucht, Trailer. Gib her das Ding. Ach du Scheiße. So, hereinspaziert, Vorsicht mit der Stufe. Okay. Danke dir. Achtung. Das ist ja ein Luxuskahn. Willkommen auf der Saga. Die Kabinen sind den Flur runter, das Badezimmer ist rechts. Nicht schlecht, Trailer. Fühlt euch wie zu Hause. Diane? Mike. Hi. Ich hatte keine Ahnung, dass du... Oh Mann, das ist verrückt. Wie lief's bei dir? Was hast du gemacht? Das ist doch bestimmt 5 Jahre her. Diane? Brad, hey. Hi. Oh, natürlich. Die Oliver-Brüder gehen fischen. Tja, wir wollen gleich ablegen. Mike, hilfst du mir kurz? Sicher. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Schweinekeule oder sowas. Vielleicht benutzt das jemand als Köder, Mann. Ist doch eine gute Idee. Da gab's mal diesen irren Manio. Der hat einen Typen zerhackt und machte Krabbenköder aus ihm. Der Körper wurde nie gefunden. Wow, wow, wow. Jeder weiß, man legt sich nicht mit denen an, Alter. Schmeiß das auch rein. Der Typ hat noch nie gearbeitet in seinem Leben. Ein guter Fang.
paar Krabben und hauptsächlich Muscheln. Ja, sehe ich. Hey, Trailer. Hey, wie geht's dir, Mann? Alles Hallo, okay. Wie geht's dir? Hey, mein Süßer. Ihr wollt zum Canyon? Ja, ja. Ich hab hier was für euch. Was hast du denn da? Das Zeug sieht ja so aus. Sperrfische lieben das. Wir gehen noch was einkaufen. Ja, ich muss noch kurz was besorgen. Hey, aber noch was anderes. Okay, besorg das Zeug, ich tank das Boot. Hey, was läuft sonst so? Nicht viel. Okay, und wer ist die Braut hier? Mein Mädchen. Was wolltet ihr uns für einen Scheiß andrehen? Wie geht's denn so? Mal so, mal so. Tja, wir sind auf der Suche nach ganz frischen Ködern, verstehen Sie? Was wollt ihr fischen? Speerfisch? Seewolf? Oh Mann, ich hol schon mal das Bier. Ich hab Köder, die von allen gefressen werden. Ja, cool. Ich, kenne Köder, die Fische lieben. Ja? Aber die kosten etwas mehr. Gut. Okay. Was ist das? Aal. Ist gut zu portionieren, aber geht ja nicht auf Krebse. Sind vom Aussterben bedroht. Nein, nein. Aber du siehst nicht wie ein Krabbenfischer aus. Das Bier kommt noch dazu. Nur Bargeld, Junge. Oh, hast du Cash, Alter? Glaub mir, die Fische lieben diese Köder. Ehrlich, Leute, Trailers Boot ist mega geil. Ich wünsche mir auch so einen Treuhandfond von Daddy. Was denkt ihr, werden wir nachher was fangen und vor allem was? Ich hoffe, wir angeln zuerst ein paar Bier. Oh mein Gott, so ein Widerling. Was für ein Freak. Sein Auge, habt ihr sein Auge gesehen? Wo ist der hin? Oh mein Gott, ja, der wollte auch tanken, der wollte auch einen kleinen Schluck Bier, nur einen ganz kleinen Schluck Bier. Oh mein Gott. Los, Schwestern, holen wir uns endlich was zu saufen. Auf den Schreck, oh gern. Jenkins! Hier ist Hall. Jenkins, hier ist Hall. Was gibt's denn? Du bekommst bald Besuch. Ja gut, ich warte darauf. Was hast du da zu suchen? Ich wollte dir einen Gefallen tun, mein Freund. Hab das Öl geprüft und alles. Ist was? Ich weiß nicht. Sieh mal nach. Thank you.
Kerten, was ist denn das für eine Insel da? Guinea Island. Guinea Island? Ja, Watermanland. Nette Leute, sagt man. Wow. Im Ernst? Die teilen ihr letztes Hemd mit dir. Ich habe gehört, dass das früher Piraten waren, die alle Boote gekapert haben, die nach Baltimore wollten. Ahoi, Matrosen! Es heißt, das war eine verlorene Kolonie. Andere sagen, sie gehörten zu den Revolutionsgarden. Ja, und das heißt, sie haben auch Schwimmhäute. Genau wie Frösche, Captain. Ihre Fische sind immer so groß. Diese Seemannsgeschichten sind voll Scheiße, hörst du? Ich sag nur, legt euch nicht an mit den Leuten von da. Trinken. Auf uns alle. Oh, Scheiße, ich möchte die Hälfte davon. Hey Leute, der Captain sagt, wir sind gleich auf Position. Diane, hilfst du mir mal draußen? Ja, sicher. Durch diesen Arsch an. Hört mal, Ladies, wollt ihr nicht in die Kabine gehen und euch umziehen? Ja, gute Idee. Na los, komm. Gott, verdammt heiß. Yo, Brad. Ich zeig dir was, Mann, was du noch nie gesehen hast. Ja? Isa, kannst du das einhaken? Klar, aber ja. Na los, komm. Hier, schau mal. Seit einer Woche warte ich drauf, endlich reinzuklotzen. Willst du mir den BH aufmachen? Ich sag dir, die treiben es gleich miteinander. Oh, Scheiße, jetzt geht's los. Wow. Oh Mann, die Nippel. Ich will dran lecken. Oh, jetzt wird sie gleich anfassen und ihren Dingern drehen. Ich will ihre Nippel lecken, ihr in den Nacken beißen und ihre Pussy anfassen. Zeig mal deine neuen Brüste. Ich will auch solche. Oh, ich liebe deine Brüste. Die sind so wunderhübsch. Oh. Hoffentlich hält er. Das hoffe ich auch. Hey Mädels, seid ihr fertig da drin? Verdammt. Na klar, doch, komm rein. Mann Dreier. Die werden sie jetzt zu dritt machen. Ich fass es nicht. Sieht schick aus. Steht dir wirklich gut. Wieso zuschauen? Ich hab einen Bikini. Greife an den Arsch und reck den Finger rein. Ja, ich weiß. Siehst du noch aufregender aus? Ja, weiß ich. Es ist so schön, dass wir wieder zusammen sind. Wir drei. Ja. Hey, mach dich jetzt schick, ja? Das ist gut. Hey, bye, Mama. Oh, fuck, totaler Fehlschlag. Scheiße. Alter! Komm schon, Mann, das da ist Mikes Ex-Freundin. Mikes Girl, was? Wen stört's? Ach, komm, hör auf. Ein Loch ist ein Loch, Bro. So ein Mist. Magst du es nicht? Riecht gut, ja? Wenn's funktioniert, funktioniert's. Wir werden's ja sehen. Oh, now, sweet Virginia, coming on home to you. Sweet Virginia, I'm coming on home to you. Leave your line. Wieso so viele Leinen? Je mehr Leinen, desto mehr Fisch. Wir hatten noch keinen Biss. Ich hoffe, dass es jetzt besser klappt mit den neuen Ködern. Fisch am Haken! Da hat einer angebissen! It won't be long. Well, till my days are gone, I'm gonna ride on down that rolling river home to you. The only thing I ever need to know is that sweet Virginia home. Hey, sweet Virginia home. That sweet Virginia home. Der Meister holt jetzt den Burschen rein! Auf den Fang! Hey, hol ihn raus! Ein guter Fang! Wir haben einen Fisch, oder? Los, hol die Keule! Da drüben!
Na los, mach ihn fertig! Ja, gut so! Weiter, weiter! Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass das so brutal ist. Entweder dein Bein oder sein Kopf, die Flossen sind stark wie Rasierklingen. Oh mein Gott. Das musste einfach sein. Den trifft der Schlag, wenn ich ihn ein bisschen anmache? Ja, versuch's doch. Ah, hi, Captain. Ihr schlampigen kleinen Nutten. So, das dürfte wohl genug für ihn sein. Hier gibt's nichts mehr zu holen, Bro. Oh, ich hab noch die Koordinaten von einem Spot am Canyon. Wollen wir da hin, Leute? Klar. Ja, gut. Auf geht's, Bruder. Hey, Captain. Du willst heiraten? Und wann ist es soweit? Daraus wird nichts. Warte, du heiratest also nicht? Wieso? Ach, er war ein Trottel. Hat 2 Jahre meines Lebens verschwendet. Ich war 2 Jahre mit dir zusammen. Na, es waren 3. Na, beinahe. Weißt du, das erinnert mich an die Zeit, als wir mal campen waren. Wir hatten das Fleisch vergessen und haben Essiggurken und Kartoffelchips auf den Grill gelegt. Ja, das war echt witzig. Da waren wir das erste Mal zusammen. Ist alles schon ein bisschen her, oder? Für mich fühlt sich's an, als wäre es gestern gewesen. War das? Keine Ahnung, ich muss den Motor checken. Oh, Scheiße, Mann, ich habe eine Menge bezahlt, um das zu reparieren. Das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein, der Funk ist auch tot. Scheiße, hier ist kein Saft drauf. Wo sind die Leuchtkugeln? Was? Wo sind die Leuchtkugeln und Leuchtpistolen? Die sind da unten drin, sieh richtig nach. Verdammt, hier ist nichts. Ich sag dir, hier ist nichts. Hey Leute, die ganze Elektrik ist ausgefallen. Kein Handyempfang, kein Funk, kein gar nichts. Die Leuchtpistolen sind weg, die Walkie-Talkies sind weg. Verdammte Scheiße, das lag alles da drin. Wartet, wartet, dieser hässliche Kerl, der Typ stand doch genau da. Er kam aus dem Maschinenraum. Verdammt, Trailer, ich sagte dir, lass deine Scheißfinger von den Krabbenkörben an. Komm, Alter, keiner hat gesehen, was ich mit den Krabbenkörben gemacht habe. Das ist doch Bullshit. Ja, aber wer war es dann? Jemand hat uns hier kräftig verarscht. Du reparierst das, ja, Trailer? Was sollen wir denn jetzt machen? Los, Captain, wir versuchen, den Kahn wieder zum Laufen zu bringen. Und ihr sucht nach den Leuchtpistolen und den Walkie-Talkies oder irgendetwas, mit dem wir uns bemerkbar machen können.
beschissener Penner! Das ist nicht nett. Okay. Was soll der Quatsch? Hier ist nichts. Hier auch nicht. Aber irgendwo muss da noch was sein. Scheiße. So ein Mist. Ich werde erstmal eine durchziehen. Scheiße. Verdammt. Rauchen? Wir haben kein Wasser, Alter. Ich möchte echt mal wissen, warum das Boot im Arsch ist. Ich hab's gestern warten lassen. Und die letzten, die im Maschinenraum waren, waren der Captain und sein Kumpel. Jetzt sitzen wir fest. Niemand hier sabotiert dein Boot. Oh, fick dich. Fick du dich. Hey, Ex-Coast Guard, huh? Warum rettest du uns nicht? Es muss doch möglich sein, uns aus dieser beschissenen Situation zu befreien. Warum tust du nichts? Wir sind in Schwierigkeiten. Weißt du was, fick dich, Trailer, was ist? Hast du Angst, weil dein Dad dich nicht freikaufen kann? Diesmal hilft seine Kohle nicht. Na, wenigstens habe ich einen Daddy. Was? Fick dich. Hört auf! Seid ihr verrückt geworden? Hört auf! Seid vernünftig! Oh. Schluss! Hört auf, ihr Schwachköpfe! Was soll das? Es reicht jetzt. Ich gehe an Deck, Mann. Hey, ich komm mit. Hey, kommt an Deck! Da kommt ein Schiff! Was? Was ist los? Da kommt es! Sie kommen näher! Näher! Wir sind gerettet! Wir sind gerettet! Leute! Leute! Alles wird gut, Leute! Seht ihr das Schiff da, Leute? Alles wird gut! Halt direkt auf uns zu! Thank you.
Lass ihn da liegen. Leg den da hinten hin. Schiffer. Beeilt euch, Leute. Macht den anderen Kahn los. Ei, ei. Mann, Banditen. Los, geht auf eure Posten. Sollen wir anfangen?
muss noch das andere Bein halten. Ich bin mir meinen Rücken vor. Ach, Scheiße, der hat er viel Tattoos. Richtig was Gutes, oder? Jetzt schneide ich dir erstmal das Höschen auf. Gottverdammte Scheiße, hört auf mit dem Weib zu spielen. Wir haben noch viel beschissene Arbeit vor uns. Kommt mit raus. Ene, mene, mu. Komm wieder, Ladies. Na komm, komm. Das schwöre ich dir, irgendwann mach ich die alle kalt. Ist Lisa okay?
Isa. Seid alle Fischfutter, ihr kommt alle zurück. Die Blutung zu stoppen. Chrissy, du musst die Bluse opfern. Versuch das zusammenzuknoten. Ich mache einen Druckverband und dann müssen wir versuchen, hier wegzukommen. Hey, was war das denn für ein Krach? Ich hatte ihnen verboten, mit den Sklavinnen zu spielen. Leute gefangen genommen und sie umgebracht. Trailer wohl auch leider. Hey, seid leise. Scheiße, Lisa. Nicht so laut, Leute. Sie hat starke Schmerzen. Helft mir doch bitte. Alles wird gut. Wir müssen weg von hier. Ja, aber da könnten noch mehr sein. Ich weiß nur, es gibt ein weniger. Einen haben wir erledigt. Wir legen die Typen alle um, einen nach dem anderen. Werden wir hier nie wieder rauskommen. Ist ja gut, schraub dich runter, Junge. Ich muss nachdenken. Diane, könntet ihr hier auf Lisa aufpassen, während wir uns mal umsehen? Ich will hier nicht abgeknallt werden. Nein, keine Sorge. Das passiert nicht, Diane. Aber wir können sie hier auf keinen Fall allein lassen. Sie wird sterben, Mike. Niemand wird sterben. Hör mal, komm her. Komm her. Drück auf die Wunde. Das stoppt die Blutung. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das kann nicht funktionieren. Das ist doch ein Scheißplan. Hör zu. Ich möchte, dass die drei Girls hier bleiben, während wir uns umsehen, klar? Denn wenn wir alle auf einmal unterwegs sind, werden wir es doch viel leichter finden. Ist doch logisch, oder? Du kannst sie hier nicht lange verstecken, Bruder, hörst du? Wir sollten von hier verschwinden. Gut, aber da draußen haben wir vielleicht keine Deckung, Brad. Jetzt komm wieder runter, Mann. Wir laufen vielleicht im Kreis. Das schafft Lisa nicht. Nein. Du kannst uns nicht hier lassen. Nein, es geht um mich. Hör zu.
Wir lassen hier niemand zurück. Niemand. Wir holen euch später, okay? Das verspreche ich euch. Lass uns gehen. Warte mal, das hier ist die Chesapeake Bay. Dann folgen wir der Küste. Es hört auf. Die Blutung hat aufgehört. Leute, ich will noch nicht draufgehen, echt. Ich will noch nicht sterben. Alles wird gut. Erinnerst du dich, als meine Eltern uns mit an den Strand genommen haben? Wir drei werden noch eine ganz, ganz tolle Zeit haben. Glaub mir. Entspann dich und denk einfach an etwas Wunderschönes. Atme tief durch. Nicht einschlafen. Atme weiter. Alles wird gut. Ans Ufer und suchen da weiter. So eine Scheiße, die können doch nicht verschwunden sein. Ich denke, die sind weg. Aus denen machen wir schönes Fischfutter. Und binde sie diesmal richtig fest, damit sie nicht wieder abhauen können. Komm schon, du Miststück. Deine Titten werden den Fischen besonders gut schmecken. Du brauchst dich gar nicht zu wehren. Du kommst von hier sowieso nicht weg. Komm schon. Begrüße unsere Lieblinge!
wartet auf dein Fleisch! Los, runter mit dir! Hilfe holen, sonst können wir nichts gegen diese Monster ausrichten. Ich gehe nicht ohne Diana. Komm schon, gehen wir. Jetzt bring die um und dann suchen wir die anderen. Ich will noch ein bisschen Spaß haben. Nein, keine Zeit für Spaß. Shackleford! Shackleford! Los, nimm die Waffen und komm mit. Jetzt halt endlich still, du Schlampe, halt still. Nun mach schon, Mann. Ich habe keine Zeit zum Rumspielen. Wir müssen die anderen unbedingt finden. Shackleford! Shackleford! Bring den Abzieher mit! Jenkins, du bleibst hier. Shackleford und ich, wir beide gehen auf die Jagd. Hm.
Die Schaufel lasse ich euch hier. Ich bin gleich wieder zurück. Alles klar. Ganz ruhig. Hast du das gehört, Süße? Er hat gesagt, ich soll hier bleiben. Jetzt können wir doch etwas Spaß haben. Jetzt werde ich dich vernaschen. Ja. Jetzt werde ich dich etwas auf Touren bringen. Oh ja. Wie gefällt dir das? Und magst du das? Ja, ich kann's an deinen Augen sehen, du magst das. Aber jetzt ist Schluss. So, du kleine Nutte. Gleich geht's ab in den Schredder. Diese ganze Scheiße. Veranstalten die bloß ein Blutbad. Das sind Kannibalen. Sieh dir das an. Das Geschäft scheint zu laufen. Hier, guck mal. Oh, scheiße, Mann. Das ist eine genaue Anleitung, wie man einen Menschen fachmännisch zerstückelt. Steht eine Schrotflinte. Nur noch eine Patrone. Vielleicht finden wir noch mehr Munition. Oh, sieh mal. Hier sind
Leuchtfackeln. Waren wir damit fischen? Oh, scheiße, wir haben mit Menschenfleisch gefischt. Boah. Alter, die verkaufen Köder aus Menschenfleisch. Scheiße. Wir müssen hier weg. Warum sagst du das? Da draußen steht ein alter Truck. Wohl zum Strom erzeugen. Vielleicht fährt die Karre noch. Komm schon, wir verschwinden. Na los. Alle drin? Ja, ja. Komm schon, Alter, komm schon. Los, spring doch an. Los. Ach, Gott sei Dank. Sie verschwinden schnell, doch. Oh, Scheiße! Festhalten, los! Dann fahre ich euch Wichser einfach über den Haufen! Oh nein, los! Spring doch wieder an, los! Los doch! Komm schon, Baby! Komm schon! Nichts, er springt nicht an! Die sind hier noch irgendwo. Boot. Los. Warte. Hört ihr das? Was ist das? Oh, oh Scheiße. Ich weiß, da ist nur noch ein Schuss im Lauf. Ja, yeah, und wer von euch will zuerst sterben? Du musst deine Wahl treffen, auch wenn ich jeden von euch abschlachten werde. Wer zuerst? Du, die Holzuse oder dein Schwuchtelfreund? Hm? Also wähl schon, du kleiner beschissener Wichser. Verrecke, du Mistgeburt!
bewegen. Ja. Ja, bitte hilf mir nur hoch. Oh, Scheiße. Oh. Alles wird gut, Bruder. Hier, festdrücken. Ja. Bleib bei mir. Mach die Augen auf. Okay. Könnte schlimmer sein, Bruder. Du wirst es überleben. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig, langsam. Langsam. Vorsichtig, vorsichtig. Ich weiß nicht. Schätze darüber. Brett? Brett? Und wie geht's dir? Gut. Müde. Aber besser. Hey, lass die Augen offen, Mann. Sei stark. Bleib bei mir. Wir müssen zurück zur Hütte. Verbandszeug besorgen. Soll das ein Witz sein? Das ist viel zu gefährlich. Oder weiter. Nun mach schon. Das ist falsch. Die falsche Richtung. Da ist nur Sumpf. Ein endloser Sumpf. Wir sollten lieber umkehren. Das sind Lichter. Die könnten von einem Boot sein. Hier beim Boot. Ich bin gleich zurück. Brett! Brett! Du gehst darum. Wir kreisen sie ein. Wo ist Brett? Ich weiß nicht, aber zwei Männer kommen. Wir müssen weg. Los, wir drehen das Boot um. Komm! Thank you.
Ich werde euch kriegen und dann mache ich euch alle. Verdammt, wo kann er nur sein? Ich sehe Brad nicht. Vermasselt einem alles. Aber jetzt wird klar Schiff gemacht. Perverser Wichser, wie viele unschuldige Menschen... Unschuldig? Du sagst mir, du bist unschuldig? Hast du nie betrogen, nie gesündigt, gelogen oder gestohlen? Du Arschloch. Ihr seid doch alle gleich. Niemand denkt, dass er schlecht ist. Nein, alle rechtfertigen nur ihr eigenes Übel. Mehr nicht, mein Junge. Wir müssen tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Überleben? Ihr foltert und ermordet Menschen? Shit. Ehrlich gesagt, mein Freund, es ist ganz einfach. Die Krabben lieben dieses feste, zartrosa Fleisch. Euch blöden Schlappschwänzen habe ich das weichste Fleisch gegeben. Du kranker Wichser. Wichser, Mann! Du weißt nicht, was Arbeit ist. Du weißt nicht, was Kämpfen heißt. Du bist ein Schwächling. Weich wie Butter. Nichts als ein unnützer Schmarotzer. Ein toter Schmarotzer! Ja! Erwartet! Ich kriege euch! Ich kriege euch! Nach vorne, ich brauche Platz. Mach schon. Ja, komm her. Leg dich hin. Halt durch, Bruder, halt durch. Atme tief durch. Atme.
Ein Boot! Hey! Hallo! Hey! Ja! Alles okay? Braucht ihr Hilfe? Oh mein Gott! Rufen Sie die Coast Guard! Wir sind von der Saga! Keine Sorge, wir helfen euch. Mayday, Mayday, wir haben Überlebende der Saga an Bord. Sekunde, ich werde Sie gleich verarzten. Mayday, Mayday, wir haben Überlebende der Saga an Bord. Jetzt geht die Jagd erst richtig los. Mayday, Mayday, wir haben Überlebende der Saga an Bord.